Hallöchen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen fantastisch. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, sobald die Tage kürzer und vor allem kälter werden. Stylingfehler im Winter. Ja, auch wenn es draußen ungemütlich wird wie im Novembernebel, wollen wir natürlich trotzdem top aussehen, oder? Aber manchmal schleichen sich so kleine Fashion-Fauxpas ein, die unseren Look ganz schnell ruinieren können. Keine Sorge, ich verrate euch heute meine 7 ultimativen No-Gos in Sachen Wintermode und viel wichtiger, wie ihr sie ganz easy vermeidet. Okay, Mädels, ich geb's zu. Auch ich bin manchmal versucht, beim Mantel zu sparen. Es ist verlockend, besonders wenn man ein Schnäppchen sieht und denkt, dass man ein gutes Geschäft gemacht hat. Aber mal ehrlich, ein hochwertiger Mantel ist eine Investition, die sich wirklich lohnt. Er hält nicht nur länger, sondern bietet auch besseren Schutz gegen die Kälte. Günstige Mäntel sehen oft nicht nur schnell alt und abgenutzt aus, sondern halten euch meistens auch nicht so richtig warm. Ihr werdet feststellen, dass sie nach ein paar Wäschen ihre Form verlieren und nicht mehr so gut aussehen. Und frieren wollen wir ja nun wirklich nicht, oder? Niemand möchte den ganzen Winter über zittern und sich unwohl fühlen. Da wird man ja schneller kalt als ein Berliner im Spreewasser. Ein guter Mantel kann den Unterschied zwischen einem angenehmen Winterspaziergang und einem eiskalten Albtraum ausmachen. Achtet beim Mantelkauf lieber auf Qualität, zum Beispiel auf gute Verarbeitung und hochwertige Materialien wie Wolle oder Kaschmir. Diese Materialien sind nicht nur wärmer, sondern auch langlebiger. Solche Mäntel halten euch nicht nur warm, sondern sehen auch noch viel edler und stylischer aus. Ihr werdet den Unterschied sofort bemerken, sowohl im Aussehen als auch im Tragegefühl. Glaubt mir, der Unterschied ist riesig. Ein hochwertiger Mantel kann euer gesamtes Outfit aufwerten und euch selbstbewusster fühlen lassen. Und hey, wer sagt denn, dass ein hochwertiger Mantel gleich ein Vermögen kosten muss? Es gibt viele Möglichkeiten, stilvolle und warme Mäntel zu finden, ohne das Budget zu sprengen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Second-Hand-Shops oder Online-Plattformen, wo ihr echte Schnäppchen ergattern könnt. Ihr könnt großartige Mäntel finden, die kaum getragen wurden und wie neu aussehen. Also, Augen auf beim Mantelkauf, Mädels! Nehmt euch die Zeit, die Qualität zu prüfen und verschiedene Optionen zu vergleichen. Ein guter Mantel ist ein absolutes Must-Have für den Winter und wertet jedes Outfit auf. Er ist nicht nur funktional, sondern auch ein modisches Statement. Hand aufs Herz, meine Lieben. Wie oft verlasst ihr das Haus im Winter ohne Mütze, Schal und Handschuhe? Wahrscheinlich öfter, als ihr zugeben möchtet, oder? Ich gebe zu, manchmal bin ich selbst versucht, nur schnell zum Bäcker zu flitzen, ohne groß Accessoires zu tragen. Aber dann merke ich, wie kalt es wirklich ist. Aber ganz ehrlich, Accessoires sind im Winter einfach unverzichtbar. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch modisch. Sie halten nicht nur unsere Ohren, Hände und den Hals kuschelig warm, sondern peppen auch noch jedes Outfit auf. Ein gut gewähltes Accessoire kann Wunder wirken. Ein schicker Schal kann zum Beispiel einen schlichten Wintermantel direkt viel interessanter machen. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Stück Stoff so viel verändern kann. Und eine coole Mütze verleiht eurem Look sofort das gewisse Etwas. Es ist das perfekte Accessoire, um eure Persönlichkeit zu zeigen. Mein persönlicher Favorit in dieser Saison. Name des Produkts von Name der Marke. Es ist nicht nur stylisch, sondern auch super warm. Beschreibung des Produkts und warum es so toll ist. Es hat eine tolle Qualität und das Design ist einfach unschlagbar. Mit dem Code CODE spart ihr übrigens Rabatt auf eure Bestellung bei Name der Marke. Nutzt die Gelegenheit und gönnt euch etwas Schönes. Also Mädels, vergesst die Accessoires nicht. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker. Sie sind der Schlüssel zu einem warmen, stylischen und individuellen Winterlook. Mit den richtigen Accessoires könnt ihr euch von der Masse abheben und gleichzeitig warm bleiben. Der Zwiebellook ist im Winter einfach unschlagbar. Er hält euch nicht nur warm, sondern bietet auch unzählige Möglichkeiten, euren Stil zu zeigen.
Aber auch hier gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit ihr nicht ausseht, als hättet ihr den gesamten Kleiderschrank geplündert. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Der Trick ist, mehrere dünne Schichten übereinander zu tragen, anstatt zu einem dicken Pulli zu greifen. Dünne Schichten bieten Flexibilität und Komfort. So könnt ihr eure Körpertemperatur besser regulieren und seht gleichzeitig auch noch stylisch aus. Es ist eine Win-Win-Situation für Mode und Funktionalität. Startet am besten mit einem dünnen Basic-Shirt aus Baumwolle oder Seide. Diese Materialien sind atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Darüber könnt ihr dann ein Longsleeve, eine Bluse oder einen dünnen Pullover kombinieren. Diese Schicht sorgt für zusätzliche Wärme und Stil. Als dritte Schicht eignet sich ein Cardigan, eine Strickjacke oder eine Jeansjacke. Diese Schicht bringt Struktur und Tiefe in euer Outfit. Und für richtig kalte Tage kommt dann die Jacke oder der Mantel darüber. Diese äußere Schicht schützt euch vor Wind und Wetter. Achtet darauf, dass die einzelnen Schichten nicht zu eng aufeinander liegen, damit die Luft zirkulieren kann und ihr nicht ins Schwitzen geratet. Luftzirkulation ist der Schlüssel zu Komfort. Mit dem Zwiebellook seid ihr für jedes Wetter gewappnet und könnt eure Outfits immer wieder neu erfinden. Es ist eine kreative und praktische Art, den Winter zu genießen. Kapitel 4. Wer sagt eigentlich, dass Boyfriend-Jeans und Oversize-Pullis nur etwas für Männer sind? Mädels, traut euch ruhig mal an die Herrenmode. Gerade im Winter gibt es dort so viele coole Teile, die eurem Look eine extra Portion Lässigkeit verleihen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kuscheligen Kaschmir-Pullover vom Freund oder Bruder? Kombiniert mit einer Skinny-Jeans, Stiefeletten und einer Statement-Kette wird daraus ein super stylischer und gleichzeitig bequemer Look für kalte Tage. Auch coole Mäntel oder Jacken aus der Männerabteilung können eurem Outfit das gewisse Etwas verleihen. Achtet nur darauf, dass sie nicht zu groß sind und eure Figur nicht komplett untergeht. Also, seid mutig und probiert es einfach mal aus. Mit ein paar Teilen aus der Herrenmode könnt ihr eure Wintergarderobe im Handumdrehen aufpeppen. Kapitel 5. Finger weg von diesen Materialien. Ja, meine Lieben, es gibt tatsächlich Materialien, die im Winter ein absolutes No-Go sind. Dazu gehören zum Beispiel dünne Stoffe wie Polyester oder Viskose. Sie halten euch nicht warm und sorgen schnell für kalte Füße und Hände. Auch Seide ist im Winter nicht die beste Wahl, da sie zwar schön aussieht, aber leider sehr empfindlich gegenüber Kälte und Feuchtigkeit ist. Greift im Winter lieber zu kuscheligen Materialien wie Wolle, Kaschmir, Vlies oder Baumwolle. Sie halten euch nicht nur warm, sondern fühlen sich auch noch super angenehm auf der Haut an. Und wenn ihr es besonders warm haben wollt, dann sind Daunenjacken und Mäntel die perfekte Wahl. Sie sind zwar nicht gerade günstig, aber dafür halten sie euch auch bei eisigen Temperaturen mollig warm. Kapitel 6. Die richtige Passform ist alles. Mädels, die richtige Passform ist das A und O für einen gelungenen Look. Und das gilt besonders im Winter. Zu enge Kleidung sieht nicht nur unvorteilhaft aus, sondern hält euch auch nicht richtig warm, weil die Luft nicht zirkulieren kann. Zu weite Kleidung hingegen lässt euch schnell verloren aussehen und kann dazu führen, dass ihr friert, weil die kalte Luft von unten in die Kleidung eindringen kann. Achtet also darauf, dass eure Winterkleidung weder zu eng noch zu weit sitzt. Sie sollte eure Figur umspielen, ohne einzuengen. Wenn ihr euch unsicher seid, welche Größe die richtige für euch ist, dann lasst euch am besten in einem Geschäft beraten. Kapitel 7. Motivation für kalte Tage. Ich weiß, an manchen Tagen ist es wirklich schwer, sich bei Kälte und Dunkelheit zum Stylen zu motivieren. Aber hey Mädels, lasst euch nicht unterkriegen. Auch im Winter können wir unsere Persönlichkeit durch Mode ausdrücken und uns selbstbewusst und schön fühlen. Mein Tipp für mehr Motivation an kalten Tagen. Sucht euch ein paar Keypieces, die ihr liebt und in denen ihr euch wohlfühlt. Das kann ein kuscheliger Pullover, eine coole Jeans oder ein schicker Mantel sein.
Kombiniert diese Teile dann mit Basics, die ihr schon im Schrank habt, und schon habt ihr im Handumdrehen ein stylisches Outfit für den Tag. Und vergesst nicht, Accessoires sind eure besten Freunde im Winter. Mit einer Mütze, einem Schal und Handschuhen könnt ihr nicht nur eurem Look den letzten Schliff verleihen, sondern euch auch noch warm halten. Outro. So, meine Lieben, das waren meine 7 Tipps für einen stylischen Winter ohne Fashion-Faux-Pas. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben und euch inspirieren, auch an kalten Tagen eurem persönlichen Stil treu zu bleiben. Vergesst nicht, mir in den Kommentaren zu schreiben, welcher Tipp euch am besten gefallen hat und was eure persönlichen Must-Haves für den Winter sind. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, eure Huina.